mal zu mir. Hier, nach links, nach links. Nach links, nach links. Nach links. So, das wievielte Bier sind auf der Wiesn jetzt? Die erste was? Wir reden doch nur geradeaus. Wir reden nur geradeaus. Euer erster Wiesentag heute? Ja, ja, weil wir müssen auch arbeiten. Manche Menschen müssen arbeiten. Danke, Helen. Ich habe es noch hin. Herr May. So, jetzt haben wir es. Hey, jetzt warten Sie einmal für die zweite Reihe. Entschuldigung, schaut hier einmal hier vorne zu mir, bitte. So, wir sind schon mal ganz nach rechts, Herr May. Ja, das war nix. Da kann man auch als Gast schießen. Nicht ganz, ja. Man kann schon schießen am Abend. Wir haben Veranstaltungen, also unser Verein finanziert sich ja über das Oktoberfest und ein paar Abenden haben wir Gäste bei uns, die wir bei uns schießen lassen, das ist richtig. Aber ansonsten seid ihr unter euch? Ja, kann man so ganz anders sagen, also wenn man sagt Armbrustschützen als ganzes Jahr, weil wir jedes Jahr traditionell die deutschen Meisterschaften hier auf dem Oktoberfest durchführen. Die kommen also aus ganz Deutschland zu uns, über 200 Schützen. Also es ist schon eine große Veranstaltung, die wir hier parallel dann durchführen. Wann findet das genau statt? Das findet statt vom Donnerstag. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag sind die Wettbewerbe hier. Danke. Alles Gute für euch. Herzliches Willkommen zum 14. Armbrustschießen der BMW Niederlassung München hier in der Schießhalle des Armbrustschützenzentrums bei der Familie Inselkammer zum 14. Mal hier auf der 184. Wiesn. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und eines verrate ich Ihnen, wir werden heute wieder eine riesen Gaudi haben, meine Damen und Herren. Für mich ist es das fünfte Mal, wo ich Sie begrüßen darf. Und es freut mich auch, ich habe jetzt gerade wieder erfahren, einige sind schon beim ersten Mal dabei. Wir haben viele Neulinge. Wir werden Ihnen gleich das Prozedere erklären. Und deswegen kriegt der Feierabend auf Schmitter den Ehrenpreis, was für eine Ehre ist, dass er auch für uns die Zeit sagt. Vom Beda, später, vom Beda, kriegt er am Kopfhörer einen sehr hochwertigen, relativ schalldichten, dass er uns allweil nicht so zuhören muss. Ich glaube, das darf der am Plan ganz gut. Ja, das machst du dann mit dem Kopfhörer. Und einen Wiesensegen kriegt er auch noch von mir. Grüß dir Gott, Feierlein, der Herr sei mit dir, du bist voller Gnaden. Jetzt bringst du mal ein Bier. Das war ernst gemeint, Feierlein.